Schweinchen Rutz im Zirkus. Es war an einem heißen Sommertag, als ein großer Zirkus in unsere kleine Stadt kam. Alle Kinder waren schon sehr aufgeregt. Jeder freute sich auf das Ereignis. Mit Pauken und Trompeten marschierten die Zirkusleute durch die Stadt. Ich stand am Straßenrand mit meinen Freunden. Wir jubelten und freuten uns. Ein riesiger Elefant aus Afrika stampfte mit seinen großen Füßen vorne weg. Auf dem Elefanten saß ein kleiner Junge. Seine Füße versteckten sich hinter den großen Ohren. Danach kamen die Musikanten, die Artisten, die Clowns und all die anderen Tiere. Als die Parade vorbei war, lief ich schnell nach Hause und dort in unseren Stall. Ich musste all dies sofort meinem kleinen blauen Schweinchen Rutz erzählen. Doch Rutz grunzte nur wie immer: Rutz, Rutz, Rutz. Dann rannte ich zu meinen Eltern und rief ganz aufgeregt: Mama, darf ich morgen in den Zirkus gehen? Bitte, bitte, bitte. Natürlich darfst du in den Zirkus gehen, sagte meine Mutter, und mein Vater nickte auch mit dem Kopf. Da meine Eltern nicht wollten, dass ich Rutz mit in den Zirkus nehme, musste ich dies ganz heimlich tun. Ich wollte, dass Rutz sich auch die Vorstellung anschauen konnte. So packte ich Rutz in meinen Schulrucksack. Im Zirkus angekommen, nahm ich Platz in der ersten Reihe. Neben mir saßen noch Maria und Julia, zwei Mädchen aus meiner Klasse. Ich erzählte ihnen, dass ich mein Schweinchen Rutz dabei habe. Maria sagte: Das glaub ich dir nicht. Hab ich doch. Um es ihr zu beweisen, machte ich den Reißverschluss an meinem Rucksack ganz auf. Rutz streckte seine freche Schnauze raus und fing an zu grunzen. Rutz, Rutz, Rutz. Da die anderen Leute dies nicht mitbekommen sollten, wollte ich den Reißverschluss wieder ein wenig zumachen. Doch das gefiel Rutz überhaupt nicht. Er sprang quiekend aus dem Rucksack heraus. Ich konnte Rutz nicht mehr festhalten und so lief Rutz schnurgerade in die Manege. Dort hatte gerade der Zirkusdirektor mit seiner Elefantendressur begonnen. Rutz lief auf den Elefanten zu. Der Elefant erschrak. Er hob die Vorderbeine hoch, um mit seinen großen Füßen auf Rutz zu treten, weil er Angst vor Rutz hatte. Doch Rutz war viel schneller und rannte zwischen den Beinen des Elefanten hindurch. Der große Dickhäuter drehte sich um zu sehen, wo Rutz hinlief. Da seine Vorderbeine noch hoch in der Luft waren, verlor er das Gleichgewicht und fiel nach hinten um. Da lag er nun, der große Elefant, auf dem Rücken und die Beine oben gestreckt. Die Menschen im Zirkuszelt lachten, applaudierten und hatten ihren Spaß. Alle Leute dachten, das gehört zur Vorstellung. Ich sprang nun von meinem Sitz auf, um Rutz wieder einzufangen. Rutz, Rutz, rief ich ganz laut und lief hinter Rutz her. Auch der Zirkusdirektor hatte sich von seinem Schrecken erholt und rannte ebenfalls hinter Rutz her. Rutz drehte seine Kreise immer um die Manege herum. Die Menschenmenge tobte jetzt vor Freude. Der Zirkusdirektor tobte allerdings vor Zorn. Er war schon ganz rot im Gesicht. Dann gelang es endlich, Rutz zu schnappen. Ich packte mir den Rutz unter meinen rechten Arm, rannte so schnell ich konnte aus der Manege, aus dem Zirkuszelt. Ich hörte noch die tobenden Leute, die mir zuriefen und zuklatschten. Endlich war ich im Freien angelangt. Auf dem schnellsten Wege lief ich nun nach Hause. Rutz quiekte wie verrückt. Zu Hause angelangt, brachte ich Rutz wieder in seinen Stall. Ich brachte ihm frisches Stroh. Rutz war sichtlich froh, endlich wieder zu Hause zu sein.
Ich ging an diesem Abend schon früh ins Bett und schlief auch gleich ein.